Die Geschichte meines lieben Freundes Jürgen Friesers, unserem allerersten Buch. Die Geschichte ist schon 22 Jahre alt, aber so wie eigentlich alle unsere Geschichten, das kann ich sagen, sind sie zeitlos. Das ist eine mit Augenzwinkern, die in Lingerheim spielt, die aber genauso gut auch in Karlsruhe stattfinden könnte. Und jetzt lege ich los. Die Geschichte heißt Gnadenlose Nachbarn. Seit dem September wohne ich in Lingene. Als Karlsruher Südstädtler müsste ich ja eigentlich Lingerheim sagen. Aber ich habe festgestellt, dass ich mit dem Fortschreiten der Alter immer toleranter wäre. Und deshalb sage ich halt so wie die Einheimische auch, nämlich Lingene. Also seit dem September wohne ich dort in einem schönen Haus mit nur 4 Parteien drin. Es sind alles Eigentumswohnungsbesitzer und ich bin der einzigste Mieter. Ich habe es wieder mal gut getroffen, es ist auch schön dort, nur eins macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Ein paar von meinen Nachbarn im Haus und auch nebendran scheinen gnadenlose Heimwerker und Abschiedsfetischisten zu sein. Den ersten Eindruck habe ich schon am Umzugstag gekriegt. Da sind wir nämlich mit dem LKW an der Hauswand entlang in den Hof reingefahren und haben neben dem Wohnzimmerbalkon geparkt. So hätte man die Möbel leichter über den Balkon ins Zimmer schaffen können, anstatt sie durch den engen Treppenflur zu tragen und dann übers Treppengeländer zu lüpfen. Ausgerechnet dann, wo man die schweren Möbel aus dem LKW hintragen wolle, ist der Nachbarin eingefallen, dass sie die Hausordnung machen mussten. Und dazu kehrt auch, dass man die von den Bäumen runtergefallene Blätter zusammenfegt und in den Mülltonnen entsorgt. Da ist aber der LKW im Weg gewesen. Nachbarin hat gewollt, dass wir das Auto wieder wegfahren, damit sie das Laub wegfegen kann. Ich wollte mir einen gleich am ersten Tag unbeliebt machen, mich mit jemand anlegen. Also haben wir halt den vollen LKW wieder rausbuxiert und so lange gewartet, bis sie mit dem Fegen fertig war. Gleichzeitig mit mir ist auch noch jemand anderes eingezogen und sogar so war in der Anfangszeit im Haus schon Krach und Lärm. Man kann halt mal keine Bilder geräuschlos aufhängen und Handbohrer gibt es ja schon lange nicht mehr. Aber was sie in der Zeit vom September bis Weihnachten erlebt hat, war schon ein bisschen derb. Es gibt stille Hobbys wie Briefmarken oder Bierdeckel sammeln. Es gibt lautere Hobbys wie Basteln oder Schiffle zusammenbauen. Und es gibt die Extremhobbys. Ich meine nicht einmal das Drachenfliegen oder das Fallschirmspringen. Nein, ich beziehe das Extrem nur auf die Lautstärke. Ich schwätze von den sogenannten Bohrmaschinen-Erotiker. Das sind solche Heimwerker, die so eine merkwürdige Liebesbeziehung zu ihrem Werkzeug haben. Bei denen brauchst du dann nicht den Kopf zu zerbrechen, was du dir zum Geburtstag oder zu Weihnachten schenken sollst. Die wollen keine Krawatte oder Schlafanzug, die wollen nur was in den Händen kriegen, womit sie irgendwo da rumschrauben oder rumklopfen können, dann sind sie glücklich. Ein Hobby ist schon eine schöne Sache. Und ein schöner Zeitvertreib soll also sein. Aber man muss nicht unbedingt andere Leute mit so einbeziehen, dass man Punkt 8 oder 9 mit Bohrer oder Hämmerer anfängt. Ich meine natürlich morgens, nicht abends. Ich bin halt einmal ein Nachtmensch, schafft oft bis in späte Nacht rein, komme dann erst früh morgens um 1 oder 2 heim. Dann möchte natürlich am nächsten Morgen ein bisschen länger schlafen. Aber das ist dann wie mit dem Lotto bin. Wie oft bin ich morgens von der Bohrmaschine geweckt worden? Wenn es wenigstens noch eine Gescheite gewesen wäre, mit einer Schlagbohreinrichtung. So hielt die vielleicht, die schnell in Bett und Wände reingeht, dann wäre es vielleicht nicht ganz so schlimm. Bei einer normalen Zwischenwand ist ein Nachbar seine Bohrmaschine ja einigermaßen gleichmäßig und in einem erträglichen Dezibelbereich gelaufen. Aber wehe, wenn er an der Außenwand kommt. Die ist nämlich aus Beton. Und von Beton scheint dem seine Bohrmaschine nicht so arg begeistert zu sein. Du hast dann genau gehört, dass er mit viel Kraft hat drücken müssen, bis er in Bett und Wände reingekommen ist. Die Bohrmaschine hat dann so hoch gedreht und gejault, dass ich gemeint habe, jeden Moment lüpft mir das Hirndeckel. Ich habe mir dann fest vorgenommen, den Nachbar eine Kollekte oder einen Flohmarkt zu veranstalten. Vielleicht kommt so viel Geld zusammen, dass wir dem armen Kerl eine bessere Bohrmaschine kaufen können. Sie ist halber nein. Gerade hat mir die verflixte Bohrmaschine aus dem tiefen Schlaf gerissen. Heute ist wohl wieder nichts mit Schlafen, fluche vor mir hin.
Der Nachbar drüber hat viermal gebohrt und dann eine Pause gemacht. Viermal gebohrt und wieder eine Pause gemacht. Also hängt ein Bild auf. An der Pausenlänge habe ich genau gemerkt, ob es ein kleines oder ein großes Bild war. Und dann war nichts mehr. Ich habe versucht, wieder einzuschlafen, aber es ist nicht gegangen, weil ich im Hinterkopf aufs nächste Bohren gewartet habe. Wenn er wenigstens weiter bohrte, dann hätte ich einen Grund zum Aufstehen. Aber es kommt einfach nichts mehr. Irgendwie fühle ich mich verarscht. Ich will es mir fluchend aus dem Bett, wegen denen ein paar Bilder sollen Aufstand machen, die hätten wir doch am Mittags aufhängen können. Am Weihnachtstag hat er nicht gebohrt, hat er gekämmert. Was um alles in der Welt gibt es an so einem Tag zu hämmern. Muss er den Christbaum an der Wand befestigen oder nagelt er den Christbaumschmuck an den Baum nach? Es ist zwar schon 23:30 und keine Ruhestörung mehr, aber man muss doch nicht am 24. Dezember so einen Krach vollführen. Aber vielleicht hat er noch ein anderes Hobby, vielleicht ist er auch noch ein Puppenspieler, vielleicht baut er seine Enkele, gerade Kasperletheaterbienen zusammen. Dann sei ihm sein Klopfer am Weihnachtstag verziehen. Die Weihnachtsfeiertag war er selten so stressig wie in dem Jahr. Da ist spät war er bei den ganzen Besuchen. Morgen ist Samstag, da wäre er ausgeschlafen, habe ich mir vorgenommen. Aber doch nicht in unserem Haus. Ein dumpfes Bum, Bum, Bum hat mich weg. Im Halbschlaf habe ich auf das Kreisch gehorcht. Bum, Bum, Bum. Das kenne ich noch nicht, das ist was Neues. Mit schöner Regelmäßigkeit immer dreimal Bum, Bum, Bum. Halte für das Bum, ich gerade ein bisschen verspätet hinterherkommen. Und dann war er hellwach. Mein Hirn hat angefangen zu schaffen. Und ich habe mir überlegt, woher das Bummerer kommen kann. Aber ich bin nicht drauf gekommen. Ich habe leise die Rollade ein bisschen hochgezogen und zwischen den Ritzen ausgeblinzelt. Ein Nachbar, ob vom Haus oder von nebendran, das habe ich nicht erkennen können, weil wir ein paar Bäume Sicht versperrt haben, hat vor der Garage gefegt. Und nach jedem dritten oder vierten Fegen der Besen laut und heftig, dass es auch jeder in der Nachbarschaft mitkriegt, auf dem Rand von der offenen Mülltonne ausgeklopft. Jetzt weiß ich wenigstens, wo das Bummerer herkommt. Ich muss nicht dumm sterben, wenn ich auch nicht mehr schlafen kann. Jetzt kommt noch ein anderes Geräusch dazu. Tuck, tuck, tuck. Wo kommt denn das jetzt her? Tuck, 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 bum, bum, bum. Tuck, tuck, tuck. Am liebsten den ins nächste Loch reinspringen, wenn er ins Tor her. Ich habe dann die Rollade weiter aufgezogen und ganz laut und fest nur noch fallen lassen. In der Hoffnung, dass wenn ich schieße, der Garagenfeger etwas merkt. Aber es war umsonst, der hat sich nicht daran gestört und hemmungslos weitergebummert. Ich bin dann aufgestanden, habe die Wohnungstür einen Spalt weit aufgemacht und ausgehorcht. Vielleicht kann ich feststellen, wer da so aufdringlich hämmert. Bei offener Tür kennt man fast meinen, es ist der Nachbar gegenüber. Wenn er aber die Tür wieder zumacht, kann es der Nachbar obendrauf oder obendrauf gegenüber sein oder kommt zwar vom Keller. Aber nicht blöd, wäre er weggedreht, habe ich selber zu mir gesagt, als ob im Keller jemand wohnte. Eigentlich ist es egal, wo das Topfen herkommt, um 11 Uhr morgens ist auch nichts mehr mit Ruhestörung. Außerdem bin ich jetzt locker wach und eh schon aus dem Bett, also bleibe ich auch draußen. Bin dann ins Wohnzimmer gegangen, habe eine CD von den Rolling Stones aufgelegt, schöne Musik machen die, gerade so das Richtige für heute Morgen. Viel besser als wie das Bum, Bum, Bum und das Tuck, Tuck, Tuck. Gerade hat eins von meinen Lieblingsliedern angefangen, Time is on my side. Ich habe die Musik lauter aufgedreht und der Heizlüfter im Bad angestellt. Das Klopfen hat man dann fast nicht mehr gehört, die schöne Musik auch nicht, weil der Heizlüfter so laut war. Wo ich dann fertig war, bin ich ins Schlafzimmer gegangen und habe meine Klamotten zusammengesucht. Irgendwie war etwas anders. Bin ich gleich drauf gekommen. Ha ja, das Bum 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 war nicht mehr zu hören. Jesus, der Garagenfeger ist fertig, habe ich ausgerufen. Ich wäre verrückt und das Klopfen ist auch weg. Kein Bum Bum mehr, kein Top Top mehr. Und die Rolling Stones singen Blame is Fire, noch eins von meinen Lieblingsliedern. Ah, das hält schon im Kopf nicht aus. Eigentlich hätte mir jetzt wieder ins Bett legen können. Aber ob es das gebraucht hätte? Ich glaube, es hätte mir etwas gefehlt, bei der lauten Stille. Wir haben das Eichelhofer bestimmt auch eingeschwärmt.